The magic of Orko will be mine. Prince Adam, we gotta get out of here now! Skeletor, Orko, Prince Adam, and He-Man figures each soul separately. Help! Help, Prince Adam! Looks like a job for He-Man. Yeah. Tricks on you, bone face. Prince Adam and Orko with Coin Trick, new from the Masters of the Universe collection, each sold separately. Other action figures also sold separately from Mattel. Fangen wir mit Skeletor auf einer europäischen Karte. Das ist die Hardhead-Variante mit seinem Schriftzug The Original. Gucken, ich versuch's mal ranzuzoomen. Hier haben wir die Rückseite der Karte. Wie ihr sehen könnt, hat leider irgendjemand, einer der Vorbesitzer, was drauf gekritzelt. Ich weiß nicht, was, ob 12 Euro oder sonst irgendwie. Das gute Stück mal. Figur Twist for Power Punch, der altberühmte Satz. Gucken wir uns mal das Baujahr an. Versuche das mal ranzuzoomen. Made in Hong Kong. 1983. Hier haben wir nochmal das Cardback mit den einzelnen Figuren. Die ist halt in dieser Wave Dark. Battle Armor He-Man, Cyclone Roboto, Spycor Stinker und Battle Armor Skeletor, der hier nicht erhältlich war. Hier haben wir nochmal das Actionbild. Ja, da schleicht sie dann nachts um Castle Grayskull rum. Skeletor, wer sonst? Ganz alleine. Hier haben wir mal eine Seitenansicht. Wie ihr seht, ist er im Sora Case. Ich versuche das mal so gut wie es geht für euch zu drehen. Mint on Card. Für dieses gute Stück müsst ihr mittlerweile, die Preise sind echt nach oben gegangen bei den Masters. In etwa einen Preis von 150 bis 200 Euro für den zahlen. The ultimate threat to the universe is here. I am Hordak, and this is my evil horde. Your evil even scares me, Hordak, my friend. The evil horde has no friends. The evil horde, new from the Masters of the Universe collection. All figures each sold separately. Let me out of here! From Mattel. Masters of the Universe. Neue die Felslinge. Von oben sehen Sie, wie Drachenkämpfer Skeletor Zauberrüstung He-Man bedrängt. Die Felslinge, Kometen, Freunde. He-Man zeigen Sie Ihr wahres Gesicht. Die Felslinge, neu bei den Masters of the Universe. Kommen wir nun zur nächsten Ausführung. Und zwar nehme ich den Dragon Blaster Skeletor auf einer europäischen Karte. Hier haben wir die Vorderansicht. Und hier haben wir die Rückseite der Karte. Das schöne Actionbild. Ja, Skeletor schlägt Fistum in den Arm in die Flucht. Schauen wir uns die Karte mal komplett an. Wie ihr sehen könnt, wird hier detailliert beschrieben für die kleinen Kinder, wie man den Dragon Blaster Skeletor zu benutzen hat. Wie man die Rüstung öffnet, wie man die Kette dran macht, wie man sie hier durchführt, wie man sie da befestigt. Ja, sogar wie man Wasser nachfüllt für den Drachen. Hier haben wir noch die Figuren, die damals zu der Zeit in waren. Quasi die Wave, die aktuell war. Erkennt ihr den Fehler? Das ist ein Battle Armor He-Man und hier steht Thunder Punch He-Man. Mossman, Cyclone. Da haben wir Battle Armor Skeletor, Two-Bad und Cobra Khan. Gucken
gucken wir uns mal das Baujahr an. Haben wir hier stehen. 1985, made in China. Hier haben wir nochmal eine Seitenansicht. Wie ihr sehen könnt, ist dieses schöne Stück in einem Top-Zustand. Ist auch eigentlich nicht so teuer, also in dem Zustand müsst ihr in etwa einen Preis von 70 bis 80 Euro rechnen. Und das Gute ist, dass die Dragonglasser Skeletons, die ich bis jetzt gesehen habe, eigentlich alle fast in einem sehr guten Zustand sind. Also da wird es schon schwer, einen im schlechten Zustand zu finden. Meistens ist es ja andersrum. Ihr seht hier eine sehr glatte Karte. Schauen wir uns die Figur mal etwas näher an. Eine sehr interessante Farbvariante hier. Und das Mini-Comic, allerdings, er hatte immer nur den, bei der Dragon, bei der europäischen Version auf jeden Fall, Skeletors Drache. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Nightstalker, Skeletors Roboter wehrt gegen Bäschesaurus mit He-Man. Achtung, der Rambal schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Bäschesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel. Kommen wir nun zur nächsten Skeletor-Variante. Und zwar den Terrorclaws Skeletor. Der hier nicht erhältlich war, allerdings in Europa halt erhältlich war. Auch von der europäischen Karte, wie ihr sehen könnt. Schauen wir uns die Karte mal etwas näher an. Hier haben wir die Zeichnung. Interessant, dass Skeletor hier nur eine Terrorclaw nutzt und hier den Drachen halt hat. Hier kommen wir nochmal zum Schriftzug. Europäische Karte. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Der Herr der Unterwelt mit schwingender Krallenhand. Hier habt ihr halt nochmal die Übersetzung in verschiedenen Sprachen. Schauen wir uns die Figur an sich mal an. Auch wieder hier dieses dunkle Grün. Ja, in einer pinken, bauchfreien Rüstung. Interessant ist, dass diese Figur sowie der Flying Fist He-Man auch, dass sie keine Beingummis haben. Das sind quasi so, ja, so Kugelgelenke. Und wie immer nur mit diesem Mini-Comic, The Terrorclaw Strike. Kommen wir hier mal rüber. Hier haben wir nochmal den Hinweis, dass es ein Deluxe-Set ist. Beinhaltet diesen weißen Drachen. Es gibt auch Variationen mit roten Innenmaulen des Drachens. Ich habe allerdings die mit dem weißen. Was jetzt davon die Variation ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hier den Clip. An alle losen Sammler, diesen Clip lose zu finden, nur ist nahezu unmöglich. Hier haben wir seine Drachenhände. Kommen wir nun zur Rückseite der Karte. Ja, wie ihr sehen könnt, Skeletor macht Mossman und Fisto alleine lang. Die haben ordentlich was abgekriegt, vor allem Mossman hier. Fisto steht noch und wehrt sich. Cyclone versucht auch noch einzugreifen, das heißt also, er nimmt es mit drei Leuten parallel auf. Kommen wir mal zu dem Bildchen. Ihr könnt es lesen. Wieder die Beschreibung. Krallenhand hier rein, hier ist das Rädchen zum Drücken. Die Terrorclaw-Hand schnappt zu und hier halt, wo man den Clip reinsteckt. Kommen wir nun zur Rückseite der Karte. Hier haben wir das Actionbild, wo die Figur oder die Fähigkeit der Figur nochmal in Szene gesetzt wird. Hier sieht man den Terrorclaw Skeletor, wie der Cyclone, Mossman und Fisto alle drei alle macht. Naja, und die Bäume im Hintergrund, die hat er auch erledigt. Schauen wir uns die Rückseite mal genauer an. Was erkennen wir? Ihn hier, den Rio Blast, den es offiziell in Deutschland gar nicht gab, der in Europa allerdings vertreten war und in den USA allerdings nicht hier, warum auch immer. Dann haben wir hier den Flying Fist He-Man, den gab es hier auch nicht, allerdings in Europa schon und USA natürlich.
und Extender. Ja, Standardfigur. Gab es hier wie Sand am Meer. Ich sag euch eins, Leute, den mit goldenen Händen zu finden, ist extrem schwierig. Da müsst ihr schon auf den Spanischen ausweichen dann. Weil die meisten Mocs, die es noch gibt, mit dem, ob das europäische oder US-Karte ist, haben alle grün oxidierte Hände. Weiter unten auf der Karte finden wir schon die Schlangenmenschen, die zu der Zeit eingeführt worden sind. Da haben wir einmal King Hiss, Tanglesher und Redlaw. Alle drei Standardfiguren, die es sehr gut hier gab, sehr gut erhältlich waren. Allerdings vom Redlaw gibt es nochmal eine Variante, und zwar nehme ich den Redneck. Das heißt, wenn der Hals ausschießt, ist der Hals nicht gelb, sondern braun. Genau wie beim Tanglesher. Die Painted Black Variante, das heißt, wenn man die Figur umdreht. In den meisten Fällen ist es so, dass die Figur keine Rückenbemalung hat. Also hier, wie ihr seht, diese schwarzen Streifen hier. Und Painted Black heißt, wenn ihr diese Figur habt, ist es eine Variante, weil der Rücken nämlich auch schwarz bemalt ist, so wie hier. So wie seine Hände oder seine Beine. Werfen wir nochmal einen Blick auf das Baujahr. 1986, made in Malaysia. Wenn ihr euch dieses Stück zulegen wollt, in dem Zustand, ist nicht so teuer, müsst ihr in etwa ungefähr einen Preis von 70 bis 90 Euro dafür ausgeben. Auf europäischer Karte, auf US-Karte wird es ein bisschen teurer, so ungefähr 100 Euro. Und halt auf spanischer Karte, da wird es echt teuer. Da müsste der Preis bei ungefähr 200 Euro liegen. Masters of the Universe. Neues von der wilden Horde. He-Man in der Gewalt von Hordak. Achtung, He-Man! Da ist Rockstar, der Robotsprinter und der graue Ritter. Und Multibot, der wandelbare Roboter. Die neue Gefahr für Eternia. Noch wildere Gesellen bei der Horde. Neu bei Masters of the Universe. Kommen wir nun zu Nightstalker, Skelett das Robotpferd. In einer europäischen Box. Mint in Sealed. Also der war noch nie draußen, der Gaul. Hier haben wir halt die Vorderseite der Box zu bewundern. Und hier haben wir die Seitenansicht. Wie ihr sehen könnt, das Flap hier drüber ist ein bisschen gebogen, aber das ist noch im Rahmen. Und hier haben wir die Rückseite der Box. Wie ihr seht, es war einiges schon los. Es gab einiges an Figuren, Fahrzeugen, Bogen und so weiter. Das mal alles genauer an. Hier ein Blick auf die Fahrzeuge, Reittiere und Bogen, die es schon zu der Zeit gab. Hier nochmal die Seite der Box. Ich wollte euch das nochmal in Nahaufnahme zeigen, der deutsche Text. Skeletas unheimliches Panzerpferd. Halb Pferd, Dämon, halb Kampfmaschine. Geil. Und zu guter Letzt die Unterseite der Box. Hier nochmal das wunderbar gezeichnete Bild. Und hier haben wir noch einen Strichcode, Mattel. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das Baujahr des Gauls mit drauf kriege. Ja, ich glaube, ihr könnt es sehen. 1984 in Frankreich produziert. Bei der Macht von Grayskull. Das ist sie, die neue Zeitschrift von He-Man und seinen Freunden. Das sind die starken Comics mit den fantastischen Abenteuern der heroischen Verteidiger He-Man, Orko, Man-at-Arms, Teela, Swan und allen Helden von Eternia. Die spannenden Geschichten ihrer Einsätze gegen die Dämonen des Bösen. Erlebt die teuflischen Attacken von Skeletor und den mutigen Widerstand von He-Man. Masters of the Universe in Großformat mit prächtigem Poster und den Supercomics. Masters of the Universe. Jeden Monat neu. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Und nun kommen wir zu einer echten Rarität. Merman auf einer 8-Bit-Karte. Reingelegt. Und nun, Freunde, kommen wir zu einer echten Rarität. Merman. Einer der allerersten Produktionen von Mattel. 1981.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gemerkt oder doch, fällt euch was auf. Diese Figur ist nur ein Replika. Das heißt, sie ist ein exakter Nachguss des Original Mermans von 1981. Das ist nämlich eine Commemorative-Figur. Hier haben wir die Rückseite der Karte. 8-Pack heißt, 8 Figuren sind abgebildet, einer der allerersten Rave, die es überhaupt gab. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum zeigt er uns überhaupt eine Figur, die es mit der Vintage-Line gar nicht aufnehmen kann. Ich zeige euch das nur aus einem Grund. Und zwar, dass diese Figuren werden sehr oft als Original-Vintage-Figuren verkauft bei eBay. Da müsst ihr echt aufpassen, vor allem Neusammler. Weil optisch sind die auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden von den alten Figuren. Leider habe ich jetzt keinen Original mehr von 1981, um euch den Vergleich zu zeigen. Es sind exakte Nachbauten der Originale. Allerdings das geschulte Sammlerauge erkennt sofort, dass es eine Commemorative-Figur ist. Lasst euch nicht täuschen, Leute. Diese Figur hat einen Maximalwert von 20, 30 Euro. Wenn ihr den jetzt original von 1981 hättet, dann wären es wahrscheinlich 300 Euro oder bei weitem noch mehr. Mattel hat das sehr clever gemacht. Die haben ja auch das original Minicomic von damals mit reingepackt. Es ist ein Replika und ich kann euch sagen, es hat eine echt verdammt schlechte Druckqualität. Es sieht aus wie bei einem, ja, wie von einem Amateur ausgedruckt. Die Seiten sind sehr verblichen. Ich werde euch das demnächst mal zeigen. Da mache ich eine Sendung über Minicomics, weil ich da auch sehr viel davon habe. Und dann werde ich euch nochmal den Vergleich von Replika und den Original zeigen. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr bei eBay eine Figur kauft, die eines 8-Bags würdig sein könnte, ist: Replika erkennt man immer daran, weil es hier steht. Ich hoffe, die Kamera kriegt das noch hin. Ja, der versucht das nachzuzoomen. So, ihr müsst es erkennen können. Replika. Das ist das erste Indiz. Zweite Indiz ist die blöde Beinstellung, die Schweine durchgeschickt hätten. Die ist nämlich immer gleich. Und dass unter den Füßen noch so kleine Einkerbungen sind, als ob die eine Sohle hätten. Und wie gesagt, die Commemorative-Figuren haben keine Beingummis, quasi. Also nicht solche Beingummis, wie wir es bei den Vintage-Figuren kennt, sondern nämlich das Bein ragt viel weiter nach innen rein. Und natürlich, dass neben dem Namen der Figur Figure nochmal steht. Darauf unbedingt achten. Und hier der größte Beweis: Limited Edition for the Adult Collector. Tja, da haben die 1981 noch nicht dran gedacht, das kann ich euch sagen. Deshalb, wenn ihr diese Figur kaufen wollt, oder ihr seid euch nicht sicher, ist das jetzt ein Original oder halt ein Replika, fragt den Verkäufer nach. Wenn er selber sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann Finger weg. Echt, bevor er euch tot ärgert. Meistens werden dann in eBay Bilder gemacht, die so aussehen. Oder halt, wo man es nicht genau erkennt. Schön von weitem weg, wo man es erahnen könnte. Und hier haben wir nochmal das Baujahr. 1981 wäre der Original, allerdings ist der von Mattel im Jahr 2000 produziert worden. Das ist halt eine Replikafigur. Fallt nicht drauf rein. Wenn ihr nicht sicher seid, fragt genau nach dem Verkäufer. Wenn er sonst tut, als ob er keine Ahnung hat, glaubt mir, kauft dann lieber nicht, hört dann lieber auf euer Bauchgefühl, bevor ihr euch tot ärgert. Ja, wir sind ja auch wieder am Ende meiner Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzuschauen. Und ja, nächste Folge kommt auf jeden Fall. Da nehmen wir uns wahrscheinlich die Wilde Horde oder die Schlangenmenschen vor, je nachdem. Ja, und ich würde sagen, ja, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute und bis dann.